Wie geht es euch? Habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen Heilige Religion sind? Morgen. Ihr habt euch gut gemacht. Leider habe ich nichts für euch. Ich arbeite nur mit den weniger erfahrenen Mitgliedern der Gilde. Wendet euch von nun an an Skriva in Braville. Ihr findet sie im einsamen Freier. Ich würde euch nicht empfehlen, sie zu Hause zu stören, es sei denn, die Tür ist unverschlossen. Seid ihr taub? Sagte ich nicht bereits, dass sie in Braville ist? Schatten mögen euch verbergen. Ihr seid der neue Dieb. Ich bin euer neuer Doyen. Braville bietet einem ehrgeizigen Mitglied unserer Gilde nicht besonders viele Möglichkeiten. Vielleicht findet ihr das Schloss etwas unterhaltsamer. Sonst gibt es kaum etwas. Ich habe einen besonderen Auftrag von der Witwe eines ehemaligen Hehlers in Leyavin. Als euer neuer Doyen gebe ich euch den Auftrag, ihr zu helfen. Ein Straßendiebstahl der Witwe Adagi, einen Ring, der ihr sehr am Herzen liegt. Sie hat eine Belohnung in Aussicht gestellt. Die Gilde missbilligt freiberufliche Diebe. Seid ihr willens, euch nach Leyavin zu begeben, den Ring zu finden und ihn Adagi zurückzubringen? Gut, begebt euch nach Leyavin, sprecht mit Adagi. Und helft ihr, ihren Ring wiederzufinden. Gute Jagd. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin Mirabelle Monet. Ich leite das Vorschiff, eine Pension für Seeleute. Verzeiht, meine Betten sind für Seemänner reserviert. Willkommen. Schönen Seid Tag. Nur nicht schüchtern. Ich bin ganz Ohr. Was ist? Hallo, was habt ihr zu berichten? Ich habe vor ein paar Tagen einen Schlammkampf gesehen. Gruß euch. Einen wunderschönen guten Tag.
Lebt wohl. Hallo. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Wiedersehen. Schönen Tag. Einen wunderschönen... Was verschafft mir die Ehre? Heute ist euer Glückstag. Also sagt, was ihr auf dem Herzen... War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Ich kann euch ein paar neue Sachen zeigen. Ich kann euch wissen. Passt gut auf. Schönen Tag. Nur noch eine Münze und ich kann mir ein paar Schuhe leisten. Sie lebt im Westen der Stadt. Abends geht sie gerne in die drei Schwestern. Mittags speist sie jedoch in den fünf Klauen. Möge Anu euch segnen. Warum nähert sich die Beute mir? Ja, ein dreckiger Argonier hat meinen wertvollen Ring gestohlen. Es war ein Geschenk meines Gefährten. Er hatte für mich großen Erinnerungswert. Ich werde euch gut bezahlen. Die dumme Echse jagt unter dem Namen Amusei. Findet ihn, findet den Ring. Lasst ihn leiden. Tötet ihn und ich werde zufrieden sein. Blöde Gildenregeln! Er ist nur ein Argonier! Er ist weniger wert als ein Mensch und viel weniger als ein Khajiit. Wenn ihr schon sein Leben schonen wollt, dann lasst ihn wenigstens leiden. Ich kann euch ein paar neue Sachen zeigen. Geschickt gejagt. Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können.
Das arme Schwein wurde festgenommen. Hat offenbar versucht, die Gräfin zu betrügen. Nun rottet er in einer Zelle im Schlosskerker vor sich hin. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Gefängniswärter bestechen lassen, wenn man einen Gefangenen besuchen möchte. Möge... Ja, Meister. Braucht ihr mich? Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es euch? Habt ihr euch verirrt? Ihr habt ja unten nichts zu suchen. Ja, den haben wir hier. Er darf jedoch keine Besucher empfangen. Das ist gegen die Bestimmungen. Anweisung des Grafen. Amuzai, sagt ihr? Ich dachte, ihr wünscht Amuzai zu sehen. Er darf keinen Besuch empfangen. Amuzai ist jedoch einfach den Gang runter. Fasst euch kurz. Ich muss zurück an die Arbeit. Euer Favorit der Diebesgilde. Was wollt ihr? Die Diebesgilde wollte mich nicht aufnehmen. Daher kam ich hierher. Lea Wien ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Ich kam zur Kaiserstadt in der Hoffnung, in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Nun muss ich als freiberuflicher Dieb arbeiten. Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Lejavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amuzai tun, wenn ich es euch erzähle? Ihr meint mit der Diebesgilde? Sicher doch. Dann bin ich wenigstens ein Mitglied von Stand, wenn sie meinen Kopf auf einen Pfahl spießen. Seid ihr ein Idiot? Ich will, dass ihr mich hier rausholt. Ich will keine blöde Gildenmitgliedschaft. Und was soll ich mit dem Geld, wenn sie mich aufhängen? Ihr müsst einen Weg finden, mich hier rauszuholen. Dann können wir uns unterhalten. Abgesehen davon seid ihr ein Dieb. Ihr würdet den Ring doch nur verkaufen und mich dem Henker überlassen. Das würdet ihr für mich tun? Vielleicht seid ihr Typen von der Gilde ja doch nicht so mies. In Ordnung, abgemacht. Gebt mir einen Dietrich und ich erzähle euch von dem Ring. Sonnige Freiheit. Ja, ich hab den Ring Adachi gestohlen. Als ich ihn verkaufen wollte, sagte der Hehler, er wäre zu heiß. Er zeigte mir eine Prägung, die auf der Innenseite angebracht war, für Alessia. Das konnte nur die Gräfin von Lejavin sein. Der verdammte Ring war gestohlen. Ich dachte, ich könnte ihn der Gräfin gegen eine Belohnung zurückgeben. Aber sie legte mich rein. Ich wurde wegen Diebstahls verhaftet und sie behielt den Ring. Die Gräfin verlässt die Burg selten. Viel Glück bei der Wiederbeschaffung. Ich schulde euch großen Dank. Habt ihr euch verirrt? Ihr habt ja unten nichts zu suchen.
Ich glaube, es wäre für mich nicht angebracht, mit Fremden über Familienangelegenheiten zu sprechen. Bitte, los schon. Der war gut. Spart euch eure Worte. Bla bla bla. Das ist ein schönes Kompliment. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Oh, bitte. Bla bla bla. Das ist so langweilig. Bitte. Nicht schlecht, gar... Spart euch... Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Nichts. Das ist ein... Das ist ziemlich... Ja, ja, redet nur weiter. Bitte. Das ist... Nichts als leere Worte. Verstehe. Die Gräfin ist hoch erfreut, ihren Ring zurückzuhaben. Ich glaube, sie hat ihn seit Tagen nicht abgenommen. Wenn ihr die ganze Geschichte hören möchtet, sprecht mit Lidara. Morgens weilt sie bei der Stadtkapelle. Um 8 Uhr hält sie ihr Abendmahl in der Burg und um kurz nach 11 zieht sie sich zur Nachtruhe zurück. Sie reist an den Iden jedes Monats nach Korol. Zwischen dem 15. und 17. braucht er sie erst gar nicht zu suchen. Ich muss zurück an die Arbeit. Ihr seid heute guter Dinge, gnädige Frau. Schönen Tag. Gräfin Caro ist hocherfreut, den Ring zurückzuhaben. Er war jahrelang verschwunden. Sie trägt ihn ständig. Also, nicht andauernd. Ich meine, sie legt ihn des Nachts und vor dem Baden in ihre Schmuckschatulle. Keine echte Dame würde ihren Schmuck im Bett tragen. Ich glaube, die gnädige Frau ruft nach mir.
Hallo. Warum nähert sich die Beute mir? Hat der Jäger meinen Ring? Amusei versuchte, ihn Alessia Caro zu verkaufen? Ah, dumme Echse. Adagi verwendet den Ring auf viel klügere Weise. Ich verwende ihn zum Sammeln und Verkaufen von Informationen. Mit dem Ring kann man die privaten Nachrichten des Grafen lesen. Beschafft mir den Ring. Stehlt ihn notfalls von Alessia Caro, aber bringt mir den Ring. Ich zahle euch das Doppelte. Hat der Jäger meinen Ring? Mein Ring. Dank den Klauen der Clanmutter. Ihr habt ihn wiedergefunden. Ihr habt die Belohnung verdient. Die Diebesgilde war stets gut zu Adagis lieben Gefährten. Ich bin dankbar, dass sein Andenken noch immer in Ehren gehalten wird. Geschickt gejagt. Ihr seid zurückgekehrt? Gute Arbeit. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich werde dafür sorgen, dass der Graufuchs selbst davon erfährt. Ich befördere euch zum Wegelagerer. Meinen Glückwunsch! Er ist der größte aller Diebe. Man sagt, er habe seine graue Kutte von Nocturnal selber gestohlen. Schatten verbirgt den Jäger. Hallo, Algar. Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Mein Lieblingskunde, was habt ihr denn? Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Das klingt nach einem angemessenen Preis. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. Schatten mögen euch verbergen.